willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. So, wir sind immer noch hier in der Bergruine oder wie auch immer das hier heißt. Ich denke mal, das heißt so. Aber ich bin jetzt einfach mal so frech zu behaupten, dass wir heute fertig werden. Und okay, ich glaube, mein Gamepad hat wieder so einen leichten Linkstick. Das hatte das doch vor Ewigkeiten schon mal. Wartet kurz. Ich habe jetzt mal reingepustet. Ich denke, damit sollte das dann jetzt erstmal funktionieren. Ich weiß auch nicht wieso, aber das Gamepad ist nicht so toll gemacht. Es hat eine richtig kurze Batterieleistung und hat bei mir auch noch einen Wackelkontakt hin und wieder. Da muss man einfach nur in den Stick reinpusten. Das ist ein bisschen seltsam, aber okay. Soll wohl so sein. Machen wir das hier nochmal alles kaputt. Links öffnet mal keine Türen. Tut mir leid, wenn ich die da falsche Hoffnung gemacht habe. So, hier waren wir noch gar nicht. Das war unser Problem. So einfach war das im letzten Part. Musste einfach nur noch da reingehen, aber... Das wäre mal wieder viel einfacher gewesen, wenn du einfach nur die Türen geöffnet lassen kannst, aber nein. Gameplay. So, dann sollte hier jetzt auch irgendwo noch eine Kanone gewesen sein. Da war die, ne? Ist alles wieder zugefroren. Geht man mal ein paar Tälein weg und dann ist alles wieder zu. So. Und damit Feuer frei. Du sollst vielleicht nicht so nah an der Explosion dran stehen, Link. Da ist nichts passiert. Alles gut. So, dann holen wir uns mal die Kanonenkugel hier. Wie teuer war das, das alles hier anzubringen? So. Dann können wir jetzt endlich da hinten, nicht hier hinten, noch einen weiter, diesen Assi da wegmachen. Tada! Dann können wir jetzt auch endlich hier hochgehen und dann sind wir auch schon fast fertig. Eigentlich durch die Tür gehen, aber auch in Ordnung. Schauen wir mal, was hier oben ist, wenn wir dann schon mal hier sind. Ah, hier ist dann die große Tür, ne? Ja. Ja, ganz genau. So.
letzter Raum. Was war das hier? Eine Küche. Bietet man hier besoffene Baguettes an? Au. Hey, von hinten ist fies. Ich bin auch nicht religiös. Das war eine Anspielung, die wahrscheinlich keiner von euch verstanden hat. Naja. Ich weiß nicht. Habt ihr schon mal von dem Lied Fuck Me in the Ass Cause I Love Jesus gehört? Ja, ich auch nicht. Wenn ich eine Synchronsprecherin von Steven Universe da mitgemacht hätte in diesem Lied, und seitdem bin ich für immer verstört. So. Ich möchte ja auch nicht unbedingt jetzt sterben. Sterbt doch alle. Oh, wartet. Stimmt, ich habe doch einen Morgenstern. Ich bin zu dumm. Oh! Ich mach die Bänke kaputt. Mir egal. Ist doch nicht mein Eigentum. So, was für ein Essen kriegen wir dieses Mal? Oh, den Schlafzimmerschlüssel. Oh, endlich haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lange gedauert, aber dafür werden wir die Spiegelscherbe ziemlich bald haben. Ja, was soll da noch schief gehen? Bänke kaputt machen. Yeah. Oh, wie gut, dass dir nichts passiert ist. Nur so, die Bänke, die waren schon vorher kaputt. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden, sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns, ich bringe dich hin. Ja. Ich glaube, da bringe ich dich eher hin, als du mich. Mann, beeil dich mal. Kann ich auch so reingehen? Ich gehe dann schon mal vor. Oh, du hast ein bisschen reingehauen. Vielen Dank, aber willst du nicht auch reinkommen? Ich habe hier auf dich gewartet. Nur mal so. Bitte hier entlang. Hier ist der, schau ihn dir an. Sag nur, ist er nicht herrlich? Wunderschön. Wunderschön, herrlich, dieser Spiegel. Diesen Spiegel bekommst du nicht! Oh, was denn in dich gefahren? Zu viel Five Nights at Freddy's gespielt, denke ich mal. Ein riesiges Ostereis. Riesenklotz, Matronia. Ja, das nenne ich mal wirklich einen Riesenklotz.
Ja, den hacken wir klein. Au. Lass das. Ui. Wo kommt das denn her? Okay. Was soll das denn jetzt schon wieder? Herzen, 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 Herzen. Oh, schade, keinen mehr erwischt. Einfach immer in Bewegung bleiben und irgendwann fällt sie selber runter. Oh, stimmt, ich hätte die kaputt machen sollen. Jetzt weiß ich alles wieder. Herz, Herz, Herz. Aber ich... Aua. Ich dachte, die wären jetzt alle gefallen. Scheiß Eis. Ich bin noch rausgekommen. Nein, ich wollte das... Okay, noch hingekriegt. Ich warte einfach, bis wirklich alle dann runter sind. Oder auch nicht, wenn die mich schon vorher erwischen. Dann kann ich jemanden einfach kaputt machen. Au. Komm schon! Na, hat nicht mehr funktioniert. Ich laufe einfach im Kreis. Ich laufe im Kreis. So, jetzt aber. Bam. Oh, ich weiß irgendwie nie, wann alle weg sind. So, es sollte jetzt erstmal reichen. Und jetzt kann ich dann gleich aus meinem Gefängnis hier weggehen und sie verletzen. Da haben wir die Spiegelscherbe. Also, wir haben jetzt zwei Spiegelscherben. Es fehlen also nur noch zwei, Link. Trotzdem tut es mir leid, was wir dieser Frau angetan haben. Dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Göttinnen können grausam sein. Also gut, Link, beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Bevor noch mehr Menschen so etwas Schreckliches zustößt. Also dann machen wir uns auf die Suche nach den übrigen zwei. Au. Was ist mit mir? Mach dir keine Sorgen, du hattest einfach nur einen bösen Traum. Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Vergiss den Spiegel, schau in meine Augen. Sieh nur, in ihn spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Deshalb brauchst du... Du brauchst den Spiegel gar nicht mehr. Oh, Liebster.
Ach, wie süß. Und da haben wir den Herzcontainer. Sehr originelle Weise, ihn mir zu geben, aber soll mir recht sein. So, Midna, ich bin bereit. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Beam me up, Midna. Speichern wir das Spiel? Jetzt schon? Nee. Erst nach dem Part. Wer weiß, was noch so alles passieren kann. So, wie kommen wir von hier weg? Ich denk mal, dem allen hier hoch. Das alles hier hochzugehen, klappt nicht so ganz. Tja, dann warp ich mich einfach weg. Wieder zurück nach Hyrule. Denn dort fahren wir, wo es als nächstes hingeht. Und ich denke mal, das können wir dann schon mal gucken. Ob wir dann im nächsten Part direkt dahin gehen, das ist die nächste Frage. Weil manchmal muss man sich halt auch ein bisschen Zeit für was anderes nehmen, ne? Ah. Der Typ schon wieder, den habe ich ja schon fast vergessen. Sie haben Post. Ah, die Tante. Also, sind das beide... Sind das die beiden Neuen? Ah, von der Tante ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. So, du mal wieder. Meine Güte, wie viel will er denn noch von mir? Es ist das teuerste Herzteil aller Zeiten. Ich gebe jetzt einfach all mein Geld aus. Ich meine, irgendwann habe ich das sowieso alles an den abgegeben. Von daher ist das doch völlig egal. Ob ich das jetzt alles auf einmal mache oder verteilt. So langsam kannst du mir aber auch mal das geben. Nee, es reicht ihm noch nicht. Ist der gierig? Oh mein Gott, so viele Menschen. Hilfe. Ich hasse Menschenmengen. Wäre ich verrückt. Also im echten Leben. So, wir müssen hier lang, wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist es. Und da haben wir die kleine süße Katze. Ansehen. Süß. So, da müssen wir jetzt hin in den Wald. Mao wollte sich in den heiligen Hain aufmachen. Ich glaube, er liegt ungefähr da, wo das Zeichen auf der Karte ist. Gut zu wissen. Thelma, hast du noch irgendwas zu sagen? Wie geht's eigentlich der kleinen Ilya? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerung zurückzubringen. Aber
glaube, du sollst dich erstmal um die dringenderen Dinge kümmern, die anstehen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich einmal mit Mo treffen. Du triffst ihn in den südlichen Wäldern von Hyrule. Er kundschaftet dort die Gegend aus. Auf der Karte auf dem Tisch ist eingezeichnet, wo du hin musst. Okay, damit haben wir einen neuen Ort. Und dann ist alles gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.